Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Perspektiv. Zu Gast ist heute Professor Dr. Maria Böhmer, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Frau Böhmer, ich möchte da anknüpfen, wo wir eben aufgehört haben. Faruk Çelik forderte auch, dass die Visapflicht für türkische Geschäftsleute abgeschafft wird. Er sagte, wenn von freiem Warenverkehr gesprochen werde, so müsse man auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Für den türkischen Geschäftsmann müssten die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten wie für den Geschäftsmann aus einem EU-Land. Wie denken Sie darüber? Also dieses Anliegen ist auch an mich immer wieder herangetragen worden, wenn ich in der Türkei war. Und ich weiß, wie kompliziert es manches Mal ist mit den Visa. Ich weiß, die Bundesregierung prüft. Jetzt sollten wir dieses Ergebnis abwarten. Und wir werden sicherlich auch bei der bevorstehenden Türkei-Reise noch einmal dieses Thema erörtern. In Kürze wird ja auch das Gesetz zur Gründung des Ministeriums für Auslandstürken verabschiedet. Die Kompetenzen vieler Ministerien würden dann gebündelt, damit die Türken im Ausland künftig auch einen Ansprechpartner haben. Frau Böhmer, ist dieses Vorhaben der türkischen Regierung aus Ihrer Sicht nützlich für die Integration oder doch kontraproduktiv? Ich bin hier sehr nachdenklich geworden. Denn auf der einen Seite verstehe ich, dass man sagt, man will sich um seine Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben, kümmern. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber wenn sich Menschen dann entscheiden, auf Dauer in Deutschland zu leben, wenn sie hier ihren Lebensmittelpunkt haben, wenn nicht nur die Familie hier lebt, sondern schon die Kinder wieder Kinder haben, wenn Enkelkinder da sind, wenn die Älteren auch sagen, wir kehren jetzt nicht mehr in die Türkei zurück, sondern wenn wirklich die Familie hier ihre Heimat gefunden hat in Deutschland, dann glaube ich, die neue Heimat, ja, und das ist auch eine emotionale Frage, dann muss man auch loslassen können. Und dann ist es auch sicherlich richtig, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, ich bin die Bundeskanzlerin auch der Menschen, die hier in Deutschland leben. Wir tragen auch Verantwortung für sie und deshalb glaube ich, sollte man die Integration von türkischer Seite positiv begleiten, aber wie in einer Familie, wenn Kinder dann einmal erwachsen werden, dann müssen sie auch ihren eigenen Weg gehen können und dann sind sie in Deutschland zu Hause. Frau Böhmer, wie groß wird der Schaden sein, den die Politik der letzten Jahrzehnte sozusagen angerichtet hat, weil man die Zuwanderung, zu spät anerkannt hat? Ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube, beide Seiten. Die deutsche Seite, die gesagt hat, die Migranten, die Zuwanderer, die Gastarbeiter, wie man damals sagte, sie kehren eines Tages zurück. Und die Gastarbeiter selbst haben gesagt, wenn wir etwas älter sind, dann werden wir uns ein Haus bauen in der Türkei, in Italien, in Griechenland, in Spanien und wir werden wieder in unsere alte Heimat zurückkehren. Wir haben beide gelernt. Die Menschen sind hier geblieben, sie sind Mitbürger von uns und ich glaube, es war mehr als überfällig, dass die Bundeskanzlerin die Türen des Kanzleramtes so weit geöffnet hat zu Integrationsgipfeln, dass es die Deutsche Islamkonferenz gibt, dass wir einen nationalen Integrationsplan geschrieben haben. Denn es ist wichtig, gemeinsam die Verantwortung für die Zukunft anzunehmen und gemeinsam die Zukunft dieses Landes zu gestalten. Das heißt, all diejenigen, die zu uns kommen, sie sind nicht nur herzlich willkommen, sondern es ist unser gemeinsames Land. Stichwort vielleicht Islamkonferenz. Wie erklären Sie sich, dass Debatten wie um das Minarettenverbot in der Schweiz auch in Deutschland so aufgeregt geführt werden? Ich glaube, alles, was fremd ist für einen Menschen, das schaut er sich zunächst einmal mit etwas Sorge, vielleicht auch mit Skepsis an. Und auch die Erkenntnis, dass etwa 4 Millionen Muslime in Deutschland leben, ist ja eine Erkenntnis, die relativ neu ist. Wir haben deshalb auch als Bundesregierung, aber auch die Länder, den klaren Willen, dass wir sagen, der islamische Religionsunterricht, er soll ganz regulär in deutschen Schulen stattfinden, mit Lehrkräften, die in Deutschland ausgebildet sind, die die Schülerinnen und Schüler auch unterstützen können, weil sie die Lebensverhältnisse hier in Deutschland kennen. Es gibt genauso die Diskussion, dass Imame auch ihre Gemeinde besser betreuen, dann, wenn sie mit Deutschland mir vertraut sind, natürlich auch die deutsche Sprache sprechen. Und mir ist gesagt worden, dass manche Jugendliche heute schon nicht mehr die Predigten am Freitag verstehen können, wenn sie in Türkisch oder in Arabisch gehalten werden, weil sie diese Sprache nicht mehr gut sprechen. Und deshalb ist das alles so wichtig. Der Islam ist in Deutschland angekommen
und dem muss Rechnung getragen werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einander besser kennenlernt. Dem dient die Islamkonferenz auf Bundesebene, aber wir brauchen solches Kennenlernen auch auf der kleinen Ebene in der Gemeinde. Ich muss Ihnen sagen, ich komme aus der Region von Mannheim. In Mannheim gab es jetzt die lange Nacht der Museen. Und dazu hat auch die große Moschee in Mannheim ihre Tore geöffnet. Und es gab so viel deutsche Besucher wie noch nie zuvor, weit über 10.000 Besucher. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Frau Böhmer, gab es bezüglich islamischer Religionsunterricht Gespräche mit DİDİB? DİDİB sitzt ja in der Deutschen Islamkonferenz und ist auch involviert in Gespräche auf Länderebene. Die Länder sind ja bei uns in Deutschland die entscheidenden Kräfte, wenn es um Religionsunterricht oder Religionskunde geht. Und hier gibt es einen intensiven Austausch. Mhm. Frau Böhmer, Innenminister de Maizière sagt, die Islamkonferenz werde sich künftig um praktischere Fragen kümmern. Was glauben Sie, was er damit meint? Ich habe den einen Punkt eben schon einmal angesprochen, das ist die Frage des Religionsunterrichts. Es sind aber auch Fragen, die sich ganz praktisch mit dem Zusammenleben befassen. Wir kennen die Diskussion über die Gleichberechtigung der Frau, die selbstverständlich in Deutschland gilt, wie ich das auch aus der Türkei kenne. Aber wir wissen, dass es hier auch noch Nachholbedarf gibt. Und wenn solche Fragen im Rahmen der Islamkonferenz erörtert werden, dann halte ich das für sehr wichtig. Zurzeit gibt es ja Diskussionen um den, um die Islamkonferenz, die jetzt im Mai stattfinden soll. Wie beobachten Sie diese Diskussionen? Also zum einen ist es, glaube ich, eine wesentliche Entscheidung dieser Bundesregierung, dass die Islamkonferenz fortgesetzt werden soll. Und die Hände sind ausgestreckt. Nicht nur gegenüber einzelnen Mitgliedern der Islamkonferenz, sondern gegenüber den großen Verbänden. Ich glaube, es ist aber auch nachvollziehbar, wenn der Bundesinnenminister sagt, dass bei einer Organisation, das ist Milli Görich, die derzeit mit verschiedenen Strafverfahren belastet ist, dass dieses erst geklärt werden muss und dass deshalb die Teilnahme des Islamrates, deren Unterorganisation ja Milli Görich ist, zunächst einmal eine ruhende Mitgliedschaft ist. Denn jeder muss doch Interesse daran haben, dass all diejenigen, die am Tisch gemeinsam sitzen, wissen, die Dinge sind geklärt und dann kann man gut verhandeln. Aber die Türen sind offen und die Islamkonferenz soll stattfinden. Frau Böhmer, was ist für Sie inhaltlich entscheidend für eine gelungene Integration? Inhaltlich. Ich glaube, dass es nicht nur eine Frage von rechtlichen Regelungen ist, dass es nicht nur eine Frage eines nationalen Integrationsplanes ist und dass man sich trifft und dass man gemeinsam über die Integration spricht und auch entsprechende Verabredungen trifft. Es ist eine emotionale Frage. Es ist eine Frage, wo gehört mein Herz hin? Wo fühle ich mich zu Hause und wie herzlich werde ich willkommen geheißen, wie werde ich anerkannt? Und das ist auch ein Weg, den wir noch gemeinsam gehen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, in diesem Integrationsprozess möglichst viel Kontakte zu haben, möglichst viel miteinander sich auszutauschen, besser einander kennenzulernen. Und ich glaube, Integration heißt wirklich gutes Zusammenleben, freundschaftliches Zusammenleben und die Chancen, die unser Land bietet, nutzen zu können. Und viele Menschen haben ja, oder sagen zumindest, dass sie zwei Herzen haben oder zwei Herzen in der Brust mit sich tragen. Was möchten Sie diesen Menschen sagen? Also irgendwann merkt man, wo das Herz noch stärker schlägt. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage der Zeit. Wer hier in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, der weiß sehr wohl, was er seinen Eltern und Großeltern zu verdanken hat und wie schön die Tradition auch einer Kultur und einer Familie ist. Aber dann blickt man nach vorne und weiß, dieses Land ist mein Land und hier werde ich auf Dauer leben, will Familie gründen, will arbeiten und es wird das Land der Zukunft meiner Kinder sein. Und dann, glaube ich, wird das Herz auch ganz stark für Deutschland schlagen und das wünsche ich mir. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich entschieden hat, wo man leben möchte. Frau Böhmer, Deutschland hat ja ein besonderes Interesse an einer Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen zur Türkei. Im Koalitionsvertrag steht aber, dass die EU-Verhandlungen mit der Türkei ein Prozess mit offenem Ende sind. Sind solche Ausführungen nicht schädlich für die
guten Beziehungen? Nein, ich glaube, das ist doch etwas ganz Selbstverständliches. Wenn Verhandlungen geführt werden, dann muss man auch ergebnisoffen in solche Verhandlungen hineingehen. Dann kann man nicht das Ende vorwegnehmen, denn natürlich müssen bestimmte Dinge erfüllt sein. Das sind Fragen der Demokratie, das sind Fragen auch der Wirtschaftsentwicklung, das sind viele Fragen und wir sehen derzeit ja auch im EU-Raum, wie wichtig auch die Finanzmärkte sind. Und ich glaube, von daher ist es klug, wer sich in eine solche Entscheidung hineinbegibt, dass er sich auch all diesen Fragen stellt und es wird gründlich geprüft werden. Und die Türkei stellt sich ja dieser gründlichen Prüfung auch. Die Türkei kritisiert ja vor allem den Vorschlag der privilegierten Partnerschaft. Was möchten Sie dazu sagen? Also steht das noch, die privilegierte Partnerschaft? Ja, weil die türkische Seite sagt, die Türkei wäre ja schon privilegiert. Wir haben die Türkei ja in einer besonderen rechtlichen Situation auch als Partner. Das ist auch wichtig, gerade für unser Land. Und ich glaube, wir haben auch eine gute Tradition an vielen Jahren einer sich wirklich gut gefestigten freundschaftlichen Beziehung und wirtschaftlichen Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei. Das sind nicht nur einige wenige Jahre, sondern viele, viele Jahrzehnte, auf die wir gut zurückblicken können. Aber ich glaube auch, dass der Punkt einer privilegierten Partnerschaft einmal ausgelotet werden sollte. Was bedeutet er denn eigentlich? Und dass man dieses auch in aller Freundschaft miteinander austauscht. Und von daher hoffe ich, dass wir dieses in einem guten Miteinander tun können. Frau Böhmer, Sie werden ja Ende März jetzt in die Türkei reisen. Was steht auf dem Programm? Also ich freue mich sehr, das darf ich sagen, auch dieses Jahr wieder in die Türkei zu reisen, denn es festigt einfach die Beziehung. Die Bundeskanzlerin wird nach vielen Jahren den Besuch in der Türkei abstatten und ich bin sehr froh, dass ich mit dabei sein darf. Es werden wirtschaftliche Fragen im Mittelpunkt stehen, es werden aber auch Fragen der Integration im Mittelpunkt stehen und kulturelle Fragen. Das zeigt sich schon an den beiden Orten, an Ankara, der Hauptstadt, in die wir reisen werden, und an Istanbul. Und Istanbul gehört ja zu den Kulturhauptstädten. Die andere große Kulturhauptstadt, die Region, ist das Ruhrgebiet. Und mich haben inzwischen schon viele, viele Anrufe und Mails erreicht, die sagen, das ist doch ein wunderbares Zusammengehen von Istanbul, Duisburg, Essen, dem Ruhrgebiet, weil man sich schon gut kennt und gerade auch kulturell begegnen kann. Frau Böhmer, Außenminister Westerwelle hat bei seinem Türkei-Besuch faire Verhandlungen über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union angemahnt. Glauben Sie, dass man mit der Türkei nicht fair umgeht? Ich kann nur sagen, natürlich hast Fairness, deshalb braucht man so etwas nicht anzumahnen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Frau Böhmer, ist die kulturelle oder beziehungsweise die religiöse Diversität der Türkei ein Hindernis für eine EU-Vollmitgliedschaft? Also, das wird ja manchmal behauptet. Ich ahne, was Sie meinen. Selbstverständlich muss es auch möglich sein in der Türkei, dass jeder seinen Glauben leben kann. Und das bedeutet auch für Christen, dass sie ihrem Glauben nachgehen können, genauso wie für Juden, dass sie ihren Glauben leben können. Als ich im letzten Jahr in der Türkei war, habe ich bewusst Antakya besucht, die Stadt, in der Menschen verschiedener Religionen wirklich gut zusammenleben, geradezu beispielhaft. Aber ich weiß, dass Antakya eben nicht für alle Regionen in der Türkei steht. Und es ist ganz wichtig, dass gerade Christen, aber auch Juden ihre Glauben leben können, so wie bei uns Muslime ihren Glauben auch leben können. Frau Böhmer, nun möchte ich Ihnen wieder einige persönliche Fragen stellen, wenn Sie gestatten. Warum wollten Sie eigentlich in die Politik? Ich wollte etwas bewegen für die Menschen. Und nachdem ich Wissenschaftlerin war und vieles auch überlegt habe, was man im schulischen Bereich, im Bildungsbereich an Reformprojekten auf den Weg bringen konnte, da hat es mich in den Fingern gejuckt, dass ich sagte, das will ich jetzt einmal selbst auch umsetzen. Wann war das so? Am Anfang, wo Sie angefangen haben zu studieren oder schon in der Schule?
Also ich habe mich immer, muss ich sagen, für Politik und für Geschichte interessiert, aber ich bin Naturwissenschaftlerin. Ich habe Physik und Mathematik studiert und dann habe ich meinen Beruf auch erst lange Jahre ausgeübt. Ich war Professorin an der Hochschule, an der Universität, zuletzt in Heidelberg. Und dann habe ich aber gesagt, heute ist die Zeit reif, dass ich mich der Verantwortung stelle. Und ich habe kandidiert als Bundestagsabgeordnete, das war 1990. Und mittlerweile habe ich eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können. Kann ich mir gut vorstellen. Und welches Motto prägt Sie? Also ich habe gesagt, ich will etwas bewegen. Und ich habe einen Satz in einem Buch von Monika Maron gefunden. Ich glaube, er ist sehr, sehr wichtig für das Leben insgesamt, aber gerade auch für das politische Leben. Wenn du nicht nach den Sternen greifst, landest du nur an der Dachrinne. Und ich glaube, wir brauchen Visionen. Wir müssen nach den Sternen greifen, um etwas zu bewegen. Und welche Werte sind Ihnen wichtig? Ich denke, die Werte, die wir im Grundgesetz haben, die Würde des Menschen, ist der Maßstab insgesamt. Dann, Sie wissen, ich bin Christin. Das sind heißt Sie gläubig? Auch, ich bin gläubige Christin. Das heißt aber auch, dass man gerade als gläubige Christin, ich glaube, anderen gläubigen Menschen sehr gut begegnen kann, weil man damit auch sich auf einer Ebene austauschen kann, die sehr hilfreich ist. Und ich schätze auch immer sehr dafür einzutreten, der Schutz des Lebens ist mir ganz wichtig. Vom Anfang an, wenn es um das werdende Leben geht, bis hinein ins Alter, auch diejenigen, die gebrechlich sind, die krank sind, die behindert. Für die Schwachen da zu sein, ist mir ein wichtiges Anliegen. Für die Schwachen da zu sein. Wie definieren Sie Luxus? Also das heißt, etwas im Überfluss zu haben. Und auch damit helfen zu können vielleicht? Die Menschen, die das tun, achte ich sehr. Denn Geld ist ja nicht nur ein Wert für sich, sondern das, was man dafür erreichen kann. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen und sehen große Unternehmerpersönlichkeiten, dann sind das nicht nur Unternehmerpersönlichkeiten, weil die großen Reichtum angehäuft haben, sondern sie strahlen deshalb aus, weil sie etwas für ihre Mitarbeiter erreicht haben. Das waren diejenigen, die die ersten Wohnsiedlungen geschaffen haben, die gerade im Unternehmen sehr sozial agiert haben, um sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Und ich glaube, das Eigentum ist eine Verpflichtung und nicht nur ein Wert für sich. Und die globale Finanzkrise, sage ich mal, war das eine Krise des Systems, des Kapitalismus? Also wir sind ja keine Anhänger des Kapitalismus im klassischen Sinne, sondern das, was gerade hier in der Bundesrepublik uns stark gemacht hat, das ist die soziale Marktwirtschaft. Es sind beide Seiten. Es ist die wirtschaftliche Seite und es ist die soziale Seite. Beides gehört zusammen. Und ich glaube, dieses Denken ist auch wichtig im Wettbewerb der Systeme. Und deshalb müssen wir denjenigen, die so radikal nur gewinnorientiert arbeiten, die nicht mehr daran denken, was das für den Einzelnen bedeutet, dass das ja Existenzen vernichtet, dass das Menschen ins Unglück stürzt, dass damit Arbeitsplätze verloren gehen, dass es damit auch ein verantwortungsloses Verhalten ist, dass dieses eingebettet sein muss in Verantwortung. Und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ist für mich ein Konzept, was dem Rechnung trägt. Sind Sie für Kürzung der Managergehälter? Also ich finde, die Bäume dürfen nicht in den Himmel wachsen und hier ist die Industrie auch selbst gefordert, Grenzen einzuhalten. Bei manchem Gehalt frage ich mich auch, wenn ich mir die Höhe vorstelle, ist das noch realistisch? Manches nicht mehr. Ja. Frau Böhmer, welche Personen der Zeitgeschichte würden Sie gern mal zum Essen einladen? Der Zeitgeschichte. Sie wissen, in Deutschland schätze ich außerordentlich den früheren Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Und ich wohne nur einige Kilometer von ihm entfernt. Und als ich im letzten Jahr, bevor er noch einmal erkrankte, zu ihm zum Kaffee sein konnte und wir ein Gespräch miteinander führen konnten, da muss ich Ihnen sagen, habe ich sehr viel mitgenommen. Und ich bin ihm außerordentlich dankbar für das, was er für unser Land getan hat. Wie geht es ihm aktuell? Er wird jetzt in Kürze am 3. April seinen 80. Geburtstag feiern. Und ich bin sehr froh zu hören, dass er sich von seiner letzten Operation wieder einigermaßen erholt hat. Und ich wünsche ihm vom Herzen gute Gesundheit und alles Glück für das neue Lebensjahr. Wir wünschen das natürlich Herrn Kohl auch.
Frau Böhmer, welche Ziele streben Sie in Zukunft an? Also mir ist wichtig in meinem Aufgabenfeld, dass die Frage der Integration uns nicht ruhen lässt, dass wir gut vorankommen, dass ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter dafür habe und dass wir von daher einen guten Beitrag für das Zusammenleben der Menschen in unserem Land hier in Deutschland leisten können. Haben Sie vielleicht Träume in Bezug auf Migration und Integration? Ich glaube, wir brauchen viele Mitstreiter. Und deshalb wünsche ich mir, dass viele mit im Boot sind und viele das Boot nach vorne bringen. Und wir dürfen noch ein bisschen an Tempo zulegen. Frau Böhmer, wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber was möchten Sie vielleicht abschließend noch unseren Zuschauern mit auf den Weg geben? Ich glaube, allen sagen zu wollen, aber gerade der jungen Generation. Deutschland, das ist unser gemeinsames Land. Es ist ein Land, was unwahrscheinlich viele Chancen bietet, was attraktiv ist. Und jeder, der sich hier anstrengt, jeder, der auf Dauer hier leben will, der kann seine Chancen haben und ergreift diese Chancen. Frau Böhmer, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Meine Damen und Herren, das war Perspektiv, heute mit Professor Dr. Maria Böhmer, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Bis zur nächsten Sendung sage ich wie immer auf Wiedersehen und Horst Checkerl. Perspektiv wurde präsentiert von Metro Group.